der letzten Folge. Würden Sie einem Linken oder einem Rechten die Hand geben? Hast du schon mal einen kennengelernt, der von sich sagt, er ist recht? Ja, in Sachsen-Anhalt. Ja, wo auch sonst, ne? Vielen lieben Dank, Mann. Wir sollten uns gegenseitig respektieren und wir sollten füreinander da sein und nicht gegeneinander aufgewiegelt werden. Weil am Ende gewinnt die Politik. Würdest du uns beiden die Hand geben oder nur einen von uns beiden? Wem würdest du die Hand geben? Ich gebe dir die Hand. Okay, ich bin ja schon mal stolz. Sehr gut. Ja. Wie wäre das jetzt bei mir, wenn ich jetzt eine andere Meinung habe, bei zum Beispiel dem Thema Corona oder dem Thema rund um Transgender-Gesetze, dass jeder sein Geschlecht einmal im Jahr wechseln soll? Wenn ich sage so, okay, ist vielleicht schwierig, bin ich jetzt nicht mehr handgebewürdig oder wie wäre das? Nee, begegnen müssen wir uns schon. Wir können auf jeden Fall miteinander reden, ohne uns anzuschreien. Ja, naja. Man darf auch mal lauter werden. Anschreien kann man sich schon. Muss ja auch mal sein. Es kommt ja darauf an, wie aktiv du, glaube ich, oder wie aktivistisch du für deine Meinung dich einsetzt, weil im rechten Spektrum, keine Ahnung. Das wäre meine nächste Frage, was verbindest du mit diesem Wort rechts oder ein Rechter? Wer ist das für dich? Oh, was ist das? Naja, also die Menschen sind halt nicht so offen gegenüber, wie soll ich sagen, Vielfalt. Also diese Idee, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Es gibt es irgendwie in der AfD beispielsweise, gibt es ja sogar einen Beauftragten im Bereich Sexualität, also Homosexualität. Aber wenn ich das so sehe, dann ist das sehr irritierend für mich, weil ich doch den Eindruck habe, dass die Mehrheit der Rechten halt nicht gegenüber Sexualität nicht so offen ist. Obwohl es darunter wahrscheinlich auch also zu 100% homosexuelle Menschen geben wird. Aber das ist halt einfach, das assoziiert man nicht zuerst. Man denkt irgendwie schon an eine, keine Ahnung, weiße männliche Person, die irgendwie in der Mitte aufgewachsen ist und einfach nicht so viel Kontakt hat zu unterschiedlichen Menschen. Also es gibt ja auch Statistiken darüber, dass Menschenfeindlichkeit oder Angst vor dem anderen erst dadurch entsteht, dass man gar nicht im Kontakt mit dem ist oder zu wenig im Kontakt mit dem ist. Ja, ich glaube, das kann man über beide sagen. Die Linken haben auch anscheinend, ach guck mal, da haben wir jemanden, den wir, na gut, aber beim nächsten Mal, der kam gerade mit so einem Stern, mit so einem roten, deswegen. Ich glaube, die haben auch teilweise entweder Angst, ein Gespräch mit einem Rechten zu haben, entweder vielleicht, weil sie sagen, so, ah, das könnte irgendwie unangenehm werden oder ich mag den einfach so sehr nicht, dass ich deswegen keinen Kontakt mit ihm haben möchte. Und so gibt es natürlich auf der rechten Seite Leute, die sagen so, ah, nee, der ist anders, der ist jetzt, was weiß ich, zum Beispiel ein Grünwähler, mit dem will ich nicht reden. Ich denke, das gibt es auf beiden Seiten. Was wären noch Werte, für die Rechte stehen? Wäre da irgendein Wort, was dir einfallen würde? Man sagt ja, Ausländer raus. Das man jetzt so schneiden, dass er es quasi dann so gesagt hat. Genau, das ist deine Meinung sozusagen, wenn wir bei den Öffentlich-Rechtlichen wären. Aber ist es nicht genau quasi das, dass wir nicht mehr miteinander reden und dass wir erst recht mit anderen Leuten mit anderer Meinung reden sollten? Also die Linken sollten sagen... Ausländer raus. Die Linken sollten nicht sagen, wir grenzen die Rechten aus, die sind schlecht, sondern warum bist du rechts? Warum denkst du, wie du denkst? Kannst du mir das erklären? Also ja! Lass uns sogar anschreien eventuell, aber lass uns schreien und nicht uns ignorieren. Aber es sind ja nicht nur Meinungen. Im Endeffekt wollen die Menschen ja nicht nur reden, sondern sie wollen ja auch handeln. Und es ist halt natürlich, also wenn ich mit jemandem rede, dann habe ich häufig schon die Hoffnung, dass wir am Ende auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich wette aber, wir beide würden bei ganz vielen Punkten auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Bei manchen nicht, aber das ist ja kein Problem. So, dann kann man sagen, okay, ey, du hast da wirklich eine andere Einstellung. Aber ich bin niemand, der sagt, Ausländer raus. Ich möchte natürlich, dass man in Deutschland auch eine Möglichkeit hat, die deutsche Kultur auszuleben. Aber deswegen sage ich ja nicht so, hey, eine andere Kultur ist schlechter oder Menschen aus einem anderen Land sind generell schlechter. So, warum sollte ich das tun? Das macht keinen Sinn. Yes. Oh. One minute. Ach, entschuldigen Sie. Auf Reisen würden Sie einem Linken die Hand geben? Wem? Einem politisch Linken. Warum nicht? Ja, warum denn nicht? Na, dann machen wir das doch schon mal. Ja, so, zack, zack, zack. Moment mal. Hallo erstmal. Wie heißen Sie? Moschkan. Moschkan. Sehr interessant. Ich bin Leo. Woher kommen Sie? Hallo, aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Bei Moschka klang jetzt so anders auf jeden Fall. Sehr interessant. Wo kommt der Name her? Genau. Persisch? In Berlin zu sagen, ich bin rechts, das kann auch nach hinten losgehen, aber würden Sie auch einem Rechten die Hand geben oder wäre das jetzt sozusagen die rote Linie? Da sagt man dann, nee, das geht ja nicht. Das kommt jetzt drauf an, wo rechts beginnt. Ja, genau. Was wären für Sie die Begriffe, die Ihnen einfallen mit dem Wort rechts? Was verbinden Sie damit? Also wo ich noch gar kein Problem mit habe, ist, wenn jemand sagt, er sei wertekonservativ. Ja, das ist okay. Aber wenn einer sagt, zum Beispiel hier, was machst du hier, ja, und deine Eltern, ihr gehört nicht her, da ist dann eine Grenze, da hört es auf. Das ist dann sozusagen Ausländerfeindlichkeit, was ja nicht direkt rechts ist, also das ist ja zwei verschiedene... Gibt's auch bei der Linken. So ist das. Ist global. In meiner Oberschule hatten wir so einen Tag, wo verschiedene Parteien uns besucht haben, darunter auch die AfD. Aha. Und der
für die AfD gekommen ist, war mir auch erstmal, klingt vielleicht komisch, aber sympathisch. Er wirkte nett auf mich, freundlich, man konnte mit ihm reden, er war nicht aggressiv oder laut etc. Er war dafür, dass die Deutschen ihre Kultur haben dürfen. Natürlich, das ist auch für deutsche Personen wichtig. Und kurzer Szenenwechsel, aber tatsächlich thematisch passend. Wir sind auf dem Weg nach Dresden in einem unsolidarischen Dieselauto. Wir vollziehen also einen sogenannten Standortwechsel. Apropos Standortwechsel. Ein Standortwechsel im Internet kann euch durch einen VPN-Service, zum Beispiel von CyberGhost VPN, dem Sponsor der heutigen Folge, ermöglichen, dass man auf Content im Internet zugreifen kann, der normalerweise in eurem Land gesperrt wäre. Bestes Beispiel RT Deutsch, in der EU verboten, aber Zensur gibt's, die gibt's nicht. Mit CyberGhost VPN habt ihr aber auch die Möglichkeit, auf verschiedenste Plattformen zuzugreifen. Darüber hinaus werden all eure Daten durch einen VPN-Tunnel geleitet. Ihr seid also im Netz einfach schwerer auffindbar und das ist in der aktuellen Zeit mit der Meinungsfreiheit oder mit der Fressefreiheit alles gerade ein bisschen schwierig. Völliger Quatsch, was ihr erzählen. Es gibt Meinungsfreiheit in diesem Land. Wir sind doch nicht China. Wir sind vielleicht auf dem Weg dahin, aber noch lange nicht da. Und dementsprechend ist es vollkommen unnötig, sich so etwas zuzulegen. Was, haben Sie was zu verstecken oder was? Ja, deswegen will ich ja auch die Meinungsfreiheit. Ich habe auch was zu sagen. In diesen Zeiten macht es Sinn, seine IP-Adresse zu verbergen. Und zu 82% Rabatt sagt man nicht nein. Das Ganze kostet 2,03 € im Monat mit zusätzlichen 3 Gratismonaten. Kann eigentlich nichts falsch machen. Deswegen auch PC-Welt. Chip.de heißt das Ding, Computerbild, alles renommierte Technikzeitungen, die halt sagen, hey, könnt ihr machen, mit einer 4 Sterne, 5 auf Trustpilot. Der Link ist in der Beschreibung, das Wichtigste ist aber... Ausländer raus! Aber er war beispielsweise nicht dafür, dass verschiedene Kulturen sich vermischen. Und da musste man schon genauer hinhören, um das zu verstehen. Vor allem, man muss daran denken, das waren natürlich auch jugendliche, jüngere Personen. Und das fand ich dann auch ein bisschen so ausgetrickst. Also da müsste ja wieder so eine Trennung stattfinden. Genau. Aber vielleicht auch aus der Angst heraus, dass quasi dann die Kulturen alle verschmelzen würden, es eine Einheitskultur geben würde und die ganzen Antiken, die ganzen Werte, quasi jeder sein eigenes Ding, sein eigenes Fest, was nicht mehr da sein würde. Einfaches Beispiel wäre die deutsche Sprache halt. Wenn man jetzt immer mehr Anglizismen reinbringt, wäre jetzt ein ganz leichtes Beispiel sozusagen, könnte man meinen, dass die deutsche Sprache immer mehr verkümmert. Wäre jetzt erstmal so ein Statement. Verein dafür sogar, der sich dafür einsetzt, dass das nie passiert. So, du knabberst hier die ganze Zeit. Was ist denn dein Take? Einem Rechten die Hand geben, wenn ihr sagt, okay, guck mal, das ist kein flaschenwerfender, asylanzündender, sondern der hat halt zum Beispiel Werte wie, ey, die Familie ist wichtig, ich möchte nicht, dass mein Kind zum Beispiel von Geburt an im Kindergarten hockt, ich möchte, dass meine Familie stark ist und ich zum Beispiel auch noch Auto fahren darf in der Stadt. Würdest du dem die Hand geben oder sagen so, nee, von vornherein falsch? Also ich würde erstmal probieren, glaube ich, ihn zu verstehen. Und, also zumindest ihn zu verstehen, ob ich seine Meinung akzeptiere, ist eine andere Sache. Ja. Wenn Personen, die halt ganz aktiv von rechter Gewalt oder auch von Rassismus betroffen sind, das ist ja eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt mit dem Rechten sprechen würde. Aber ich finde trotzdem, man muss, also selbst wenn man wirklich linker Aktivist ist, muss man... Ich war auch mal linker Aktivist. Muss man seinen Feind kennen irgendwie, ne? Und, sind wir Feind? Guck mal, wir stehen hier so rum, so. Ich meine, er hat eine andere Meinung politisch, ich habe eine andere Meinung politisch, so. Bro, du bist nicht mein Feind, so lass was essen gehen, lass über Politik reden, lass dann nicht mehr über Politik reden, wenn wir keinen Bock mehr haben, so wir sind keine Feinde. Wenn das koexistieren kann, ist ja auch schön. Also ich meine, das sieht man ja auch, es gibt ja auch Ecken in der Welt, wo auch Muslime, Christen, Juden auch alle zusammen auch leben können. Ich denke, dieses erzwungene staatliche, so ihr müsst jetzt und die eine Kultur wird jetzt zum Beispiel abgeschafft und ersetzt von einer weltweiten Sprache, weltweiten Religion, weltweiten Kultur, würde ich sagen, so glaube ich nicht, dass das so gut ist. Ich will lieber die Vielfalt an Kultur haben und die halt eben nicht auflösen. Ja. Mit dem Vielfalt-Ding hatte ich dich, wa? Da konntest du jetzt nichts gegen sagen. Nein, ich bin, das Extreme halt, also, ja. Extrem wollen wir nicht. Ja. Können wir uns schon mal die Hand drauf geben, immerhin? Ich muss sagen, ich kann nicht so verallgemeinern reden, weil es gibt, also, wie hast du halt gesagt, es ist unterschiedlich, ob, keine Ahnung, vielleicht eine weiße Person, die wenig Gewalterfahrung mit Rechten oder gar keine hatte. Das tut, wenn ich fragen darf. Also nein, ich rede jetzt nicht von mir persönlich, sondern von der fiktiven Situation. Hier, kann ich voll verstehen. Genau. Ich hätte ein Beispiel, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu plump, aber stell dir vor, bin ich tatsächlich Schalke-Fan, oder war ich zumindest mal, die sind jetzt abgestiegen, na egal. So, wir haben einen Dortmund-Fan, der hat mich mal voll verprügelt, das war so ein Ultra, so ein Fußball-Fan-Ultra. So, und ich habe richtig schlechte Erfahrungen mit dem Typen gehabt, richtiger aber trotzdem würde ich jetzt sagen, so, du bist Dortmund-Fan, so, ja, natürlich können wir uns die Hand geben, so, du bist jetzt kein schlechter Mensch, deswegen, auch wenn es bei dir Leute gibt, die richtige sind, aber gibt es halt in jeder Gruppe. Oder? Ja. Immer die Fußballvergleiche, das ist immer dasselbe. Aaron, du wolltest die ganze Zeit irgendwas sagen.
Ja, im Prinzip ist ja die Frage, was eigentlich halt Rechts bedeutet. Quasi das heutige Rechts, wo es einfach nur darum geht, du stehst für deine Grundrechte ein und du willst quasi halt eben nicht, dass dir der Staat vorschreibt, was du wann wie zu tun hast und dass du halt eben noch dein eigenes Leben führen darfst, deinen Strompreis bezahlen kannst und halt eben nicht, dass der Staat die ganze Zeit bestimmt, was du wie tust und halt eben das andere Recht, wo du halt eben Menschen ausgrenzen möchtest. Also wenn du auf eine Corona-Demo gehst, weil du nicht willst, dass dein Kind geimpft wird, wirst du auch schon als Rechts abgestempelt. Also dieses Rechts quasi. Aber da muss man sich klar halt positionieren und sagen, wir gehören, also... Ich bin zwar eine rechte Person, aber genau, ich gehöre vielleicht nicht zu diesem speziellen rechten Spektrum. Genau. Aber hatten wir durch das Gespräch vielleicht so ein paar Punkte, wo du gesagt hast, okay, da denke ich nochmal drüber nach, über dieses ganze Links-Rechts-Ding. Vielleicht ja, brauchen wir dieses halt, gar nicht, halt, diese ganze Links-Rechts-Geschichte. Halt, es stimmt halt schon, es gibt kein Schwarz und Weiß. Also, und auch Sachen zu kritisieren, keine Ahnung, nur weil man Sachen an solch einer Flüchtlingspolitik kritisiert, heißt es ja nicht, dass man jetzt ein Nazi ist. So ist das. Nur, natürlich, Nazis kritisieren auch viel an der Flüchtlingspolitik. Deswegen, also es ist immer, man muss halt... sagen, wogegen ist man, wofür setzt man sich ein. Ja. Also ich muss sagen, Flüchtlingspolitik wahllos, die Grenzen öffnen, keine Kontrollen mehr haben, finde ich nicht gut. Flüchtlingsheime deswegen anzuzünden, das ist auch nicht gut. So. Also ich kann beide Meinungen haben, glaube ich. Also ich habe beide Meinungen. Ja. Und vor allem halt eben auch die Ursachen gar nicht erst, also dass man nicht Irak und Syrien erstmal mit den Waffen durchflutet und erstmal alles zerbombt und so weiter, die Menschen im Mittelmeer erstmal ertrinken lässt und so weiter, quasi, das ist ja auch schon eine Kritik, die man hat, zu sagen, so erstmal an der Ursache das Ganze zu bekämpfen und dann die Menschen auch hier zu integrieren, denen auch Deutsch beizubringen, denen einen Job zu geben, dann einfach die hier reinzulassen. Und wie integrieren wir Menschen nach Deutschland? Wohin wollen sich Ausländer integrieren, wenn die Deutschen gar nicht selbst was haben? Dann sagen die so, nö, ich spreche Türkisch, so, warum soll ich denn Deutsch sein? So, die können mir nichts bieten. Hat mal Kurdo gesagt, der Rapper. Der Kurdo, ja. Gute Quelle. Dass ich nach ihrem Namen gefragt habe, beziehungsweise wo sie herkommen, war das schon zu viel? Nee, das bin ich gewöhnt. Ja, das ist nichts Schlimmes. Aber man kann ja auch an schlechte Sachen gewöhnt sein. Finden Sie das schlimm, wenn jemand fragt? Weil der Name klang halt jetzt einfach sehr... Also ich interpretiere das erstmal als freundliche Neugierde. Weil viele sagen so, nee, also die Frage darf man nicht stellen, das ist rassistisch. Eine Mikroaggression. Empfinde ich nicht so. Ich empfinde es als freundliche Neugierde. So muss das sein. Sehr schön, dann vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und dann noch eine schöne Reise hier, wohin es auch immer geht. Ne? Nach Saarbrücken wieder zurück? Nee, erst übermorgen. Erst übermorgen. Dann genießen Sie es hier in Berlin. Ist eine verrückte Zeit hier. Ciao, ciao. Würden Sie jemanden, also ich bin links, würden Sie mir die Hand geben? In welchem Sinne links? Also sozusagen, das ist eine gute Frage. Welches wäre denn gut? Also, also es gibt mehr als zwei Geschlechter und Corona ist schlimm und ja, Kommunismus ist auch ganz toll. So. Wäre das jetzt gut oder wäre das... Ermüdend ist das. Ermüdend? Okay, warte. Wie wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin rechts? Wie wäre das? Auch ermüdend. Auch ein bisschen ermüdend. Eine müde Zeit. Ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Sehr interessant. Ja, was verbindest du mit rechts? Wer ist rechts? Ist das was Schlimmes, was Gutes? Was ist das? Also, ich bin nicht der Meinung, dass wenn man irgendwie ein bestimmtes Label auf sich hat, dass es unbedingt was Gutes ist. Ich finde dieses politische Spektrum eindimensional, wenn man sagen will, links gut, rechts schlimm. Darauf können wir uns, glaube ich, schon mal die Hand geben. Das ist doch super. Und von daher, weiß ich nicht, das ist ein bisschen zu simpel, wenn man eine politische Analyse betreiben will. Aber für ein Video ist es toll. Genau. Tolle Idee. Ja. Hab einen sehr schönen Abend noch. Gleichfalls. Ciao, ciao. Ja? Also es wäre Ihnen nützlich, unsere Sprache zu können. Aber bei Rechten ist ja diese Kritik, Sie können unsere Sprache gar nicht. Aber die einzige, also ich bin jetzt rechts und ich sage, die können safe die Sprache lernen. Viele wollen es nicht, viele machen es und die lernen es gut. Und es gibt halt verschiedene Menschen. So. Ja. Okay, dann bist du eine rechte Person, die es differenziert sieht. Aber ich kenne niemanden aus der rechten Szene, der sagt, die können das nicht, weil sie zu dumm sind. Also gibt es bestimmt auch, aber so... es gibt viele, die sagen so, nein, ich will das nicht. So, ich bin Türke oder ich bin Syrer. Warum soll ich jetzt hier in Deutschland... Ich bin Kurde. Warte kurz. Ich bin Kurde. Bei mir, meine Großeltern und auch großer Teil meiner Familie, die sind seit 40 Jahren hier. Die sprechen ganz gebrochen Deutsch, weil sie keinen Bock drauf haben. Verdammt. Ja, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Also, das ist ein Erfahrungsbericht, dagegen kann ich nichts sagen. Das kenne ich aus vielen anderen Familien auch. Es gibt Tendenzen, das darf man schon noch sagen. Okay, ich kann keine Kameras halten. Aber das liegt auch wieder daran, dass es auch dort wieder Rechte und Konservative gibt. Ja, ja. Daran liegt es dann wieder, dass sie die Kultur nicht annehmen wollen. Das ist überall dasselbe Problem. Ja. Egal, worauf man es bezieht. Ja. Das ist ja so dieses klassische Vielvölkerstaat scheitert. So, das hat man ja jetzt sozusagen in den letzten Jahrhunderten gerade immer wieder gesehen. Kann man darüber debattieren? Eine kleine Frage. Sie haben so einen schönen bunten Rucksack. Ich bin links. Würden Sie mir die Hand geben?
Was wollen Sie von mir? Nochmal ganz kurz. Also ich bin politisch links eingeordnet. Ja. Würden Sie jemandem wie mir die Hand geben? Ja, warum denn nicht? Dann machen wir das schon mal, wenn das in Ordnung ist. Zack, zack. Aber jetzt machen wir mal hier die Matrix. Nehmen die rote Pille und dann auf einmal, ich bin jetzt rechts. Oder ich werde so rechts genannt. Ich bin so einer. Wäre das jetzt ein Problem? Nee. Auch nicht. Das ist doch super. Wenn Sie extremistisch wären, dann wäre es ein Problem. Das wäre immer ein Problem, wa? Ja. Egal, ob von da, von links, von rechts, von welchen Richtungen es auch immer gibt. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, weil man ja rechts schnell mit Menschen unfreundlich assoziiert. Ja. Und wenn jemand eine menschenfeindliche Einstellung hat, ist er für mich inakzeptabel. Ja, ja, ja. Das gibt es bei Linken, bei Rechten. Meinen ja, Sie... Unter, ja. Ja. Meinen Sie, es gibt aktuell gerade vor allem hier... Darf ich mal fragen, von wo kommen Sie denn? Ich bin aus Berlin. Ja, aber was, wofür ist das? Achso, das ist ein YouTube-Video. Wir machen so ein soziales Experiment. Das, und für was ist das genau? Also YouTube ist ja breit. Genau, ist ein privater YouTube-Kanal. Ist jetzt keine Organisation, keine Partei. Ist einfach nur, ich mache YouTube-Videos und will über gerade politische Themen, gesellschaftliche reden. Ja. Wobei die Möglichkeit besteht, dass es links und rechts gar nicht mehr so gibt in dieser Ausdiffamierung. Ganz genau, aber das wird einem halt immer so einindoktriniert. Es gibt schon dieses so, du bist rechts, du bist schlecht, das sind alles Rechte auf den Corona-Demos. Das gibt's ja immer noch, offensichtlich. Ja, mitunter. Ja. Warst du auf Corona-Demos? Auf jeder. Auf jeder. Und wie war das für dich? Nett. Und warum? Wenn die Polizei uns nicht mit Wasserwerfern oder so zusammengekloppt hat, dann war alles nett. Ja. Wir machen dieses Experiment auch tatsächlich wirklich dem Experimenten willen. Wir sind jetzt nicht wirklich, ich bin nicht niemand, der jetzt sagt so, hey, mein Name ist Leo, ich bin übrigens rechts. Ah, jetzt hast du mir die Hand gegeben. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das nicht machen würde. Ja, ja. Nee, und zwar, wir denken auch eher, dass dieses Divide et Impera. Die neue Kollektion Divide et Impera. Jetzt auf ketzerderneuzeit.com erhältlich. Teile und herrsche. Du hast als Regierung ein Volk, das möchtest du beherrschen. Teile es in verschiedene Gruppen ein und diese kleinen Gruppen sollen sich gegenseitig bekämpfen. Davon sind wir ein Feind. Wir wollen, dass wir zusammenkommen und deswegen stehen wir hier. Ja, diese dummen Corona-Leugner, die denken, das ist aus dem Labor, das sind alles Verschwörungstheoretiker, mit denen darf man nicht reden. Ist das ein guter Ansatz? Also war eine Suggestivfrage. Ja, ja natürlich. Nö, warum ist es? Ich weiß nicht, ob es ein guter Ansatz ist. Ich denke nicht. Die Frage ist manchmal, warum orientieren sich so viele Menschen nicht an wissenschaftlichen Fakten? Vielleicht wird die Wissenschaft halt tatsächlich gezielt als Machtinstrument genutzt, so wie damals die Kirche. Das ist eine Behauptung. Ja, das ist meine Meinung. Das ist eine Meinung, genau. Aber die Frage ist, ob es in irgendeiner Form belegbar ist. Und Wissenschaft ist in vielen Punkten belegbar. Ja, was aber auch, dass Wissenschaft genutzt wird. Was und Menschen daraus machen, das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber Wissenschaft ist belegbar. Es gibt wissenschaftlichen Kodex, dem folgen sehr viele Menschen. Ja, viel auch nicht. Dem Weltklimarat zum Beispiel kann man schon durchaus vorwerfen, dass sie nur Menschen in ihren Klimarat aufnehmen, die meinen, der Klimawandel ist menschengemacht. Zum Beispiel. Thema. Wir haben gerade über Corona gesprochen. Wir können auch gerne über Corona. Das nennt man Framing. Man macht ein Dings auf und leitet Leute zu anderen Themen weiter, anstatt bei dem eigenen Argumentationsweg zu bleiben. Genau, da wollte ich gerade bleiben. Waren wir bei Corona. Klima ist eine andere Geschichte. Wir waren jetzt bei Wissenschaft und Wissenschaft, da gibt es ja nicht die eine Wissenschaft, die sagt, die ist belegt, sondern es gibt verschiedene Theorien. Verschiedene Ansätze. Wir haben im Kontext von Corona über Wissenschaft gesprochen und nicht über Autoindustrie oder über sonst irgendwas. Wir können über das Thema reden, worüber Sie wollen. Wir können gerne bei Corona bleiben und ich denke, dass dort ganz klar war, dass man den Menschen nicht nahebringen wollte. Okay, es gibt anscheinend auch Wissenschaftler, Ärzte, also nicht nur Ärzte, sondern wirklich auch Menschen, die andere Ärzte ausbilden. Ja, er hat sogar Ärzte ausgebildet, also ganz viele. Und der durfte nicht bei ARD mal bei Markus Lanz sitzen, aber der Lauterbach, der die als... Bakhti anguckt, merkt, dass Bakhti nicht bei seinem eigentlichen Thema bleibt, sondern Weltverschwörung. Das darf er nicht. Umsturz, das kann er als Privatperson total. Aber Bakhti ist eine Privatperson. Natürlich, du bist ja auch eine Privatperson. Deswegen darf er doch über alles reden, worüber er will. Natürlich darf er, die bietet doch Kinder, macht man doch. Auf YouTube ist alles zu finden. Wo wird er da zensiert? Ich habe keine Zensur gesehen. Er wird nur nicht eingeladen von Instagram. Ich habe ja einen eigenen YouTube-Kanal, ich kann Ihnen da zeigen. Das liegt aber auch häufig daran, dass YouTube wahrscheinlich in gewisser Form auch ein Privatunternehmen ist, was den Leuten... natürlich, also Entschuldigung, es ist ein kapitalistisch orientierter Unternehmen. Natürlich, aber es ist keine Plattform mehr. Wenn ein Unternehmen gezielt Meinungen favorisiert, pusht und die anderen unterdrückt bis hin zu Löchern, dann ist es keine Plattform, sondern dann ist es ein Publisher. Extremistische Aussagen zu canceln... Bin ich ein Extremist? Na komm. Ich kenne dich doch gar nicht. Einer von meinen gespaltenen Persönlichkeiten ist links, die andere rechts. Wem würdet ihr die Hand geben? Links. Warte, das wäre hier. Dann soll ich euch auch die linke Hand geben, sozusagen. Was fühlt sich falsch an, bin ich ehrlich, aber gut, eine linke Hand. Darf man mit rechten Menschen reden? Ja. Jetzt machst du es ja sozusagen gerade. Weil du rechts bist, oder ja, was? Ja, ich bin ja jetzt hier rechts. Ach so, ja, man darf mit denen reden. Okay, ist ja nichts Falsches. Ja. Weil viele sagen, nö, darf man nicht. Warum denn? Na, weil das ja die falsche Meinung ist. Naja, man kann doch jede Meinung anhören und dann... Okay, es ist vielleicht die falsche, aber so kann man wenigstens vielleicht die Gedankengänge verstehen. Oh ja. Da sagst du was. Meinst du, das passiert gerade öfter oder ist das eher so ein, nee, das ist mein Safe Space, ich will nicht, dass du das sagst, du musst gecancelt werden? Ja, ich glaube, das passiert schon mit dem Canceln, aber ich glaube, es gibt auch viele, die sich viele Meinungen anhören. So. Also ich glaube,
Es gibt sogar zu viele, die die Meinung gut finden, so, wenn man sich die AfD oder so anschaut. Ja. Oder nicht? Ja, also die Gedanken sind frei. Ich bewerte das eher anders, dass tatsächlich gerade hier in Berlin die Menschen... Na klar, aber wenn man sich die AfD in Berlin anschaut... Ja. Was wäre der Hauptpunkt? So, AfD ist vor allem kritisierungswürdig, weil... Und was wäre da so der erste Punkt? Na, weil sie viele antisemitische Ansätze haben. Ich schreibe da gerade, ich mache da meine fünfte PK drüber. Und fünfte PK ist Abitur, wa? Ja, genau. Und, wer ist denn da der Antisemit hier in der Truppe? Da gibt es viele. Einer wurde rausgeschmissen. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Er hat gesagt, irgendwas Antisemit. Ich weiß nicht mehr. Ich fange bald erst an, aber ich weiß auf jeden Fall, dass einer irgendwas gesagt hat. Würdest du denn sogar mit uns gemeinsam dann demonstrieren? Also würdest du sagen, dass Linke und Rechte gemeinsam demonstrieren sollten gegen die Regierung quasi, also gegen oben? Weil darum geht es ja diesen Winter. Alles wird immer teurer, alles wird immer schwieriger und die Menschen werden gespalten und nicht aufzustehen gemeinsam, weil die Linken sagen, ich gehe mit einem Rechten niemals auf eine Demo, weil der ist ja rechts. Aber wir haben das gleiche Anliegen eigentlich. Wir müssen ja zusammenhalten gegen die da oben. Wie siehst du das? Oh, das ist sehr schwierig. Allein die da oben. Ja, genau, auch diese Formulierung. Sagen wir mal die uns Regierenden, um mal jetzt nicht den, wie sagt ihr mal, diesen Stammtischsalon zu benutzen. Den Stammtischsalon zu benutzen? Sagt man doch so, das sind so Stammtischargumente. Ja. Wir dürfen ja nicht populistisch sein, wir dürfen ja nicht so reden, dass das andere Menschen verstehen. Wir müssen ja immer sehr gewählt und studiert und sachlich machen. Okay, bei den Corona-Demonstrationen ist es ja so, dass links neben rechts sitzt, also steht und demonstriert. Und genau, also ich muss sagen, darüber muss ich erst selbst nachdenken. Jetzt mal der Extremfall. Soziales Punktesystem, wie in China, hier in Deutschland. Wenn du zu viel CO2 verbrauchst, du bekommst Minuspunkte. Wenn du nicht geimpft bist, so dein QR-Code wird rot, du darfst kein Geld mehr abheben, weil dein Bargeld nicht mehr existiert. Es gibt nur noch ein digitales Geld. Und dann wäre es doch wirklich an dem Punkt, wo man sagt, okay, scheiß drauf, ob du dich jetzt links, rechts nennst oder gar nichts nennst. Das ist einfach falsch, das darf es nicht geben. Und deswegen können wir auch zusammen auf die Straße. Ja, also ja, dafür kann man auf jeden Fall gemeinsam demonstrieren. Ich wurde auch schon als Antisemit bezeichnet. Wenn ich jetzt sage, das Bankensystem, so wie es global gerade ist, finde ich nicht fair. Wäre ich jetzt so gegen Juden deswegen? Okay, dann bist du anscheinend anderer Meinung über mich. Das ist doch ganz nett. Dann würde ich euch gerne die Hand geben. Deine Gedanken. Machst du auch gerade Abitur, oder? Ja, ich mache auch gerade Abitur. Politische Themen, sind die bei euch im Klassenraum Thema? Und wenn ja, in eine bestimmte Richtung? Oder ist das nur mein Denken, dass das so stattfindet? Also im Politikunterricht jetzt wirklich zum Beispiel reden. Also nicht darüber. Ich habe nicht von Fällen gehört, jeder, der ungeimpft ist, meldet sich jetzt. Und die drei, die sich dann gemeldet haben, die werden dann vom Lehrer halt rausgenommen und dann gesagt, das geht so nicht, du bist unsolidarisch. Ja, ich hatte auch eine Lehrerin, die ein bisschen so gedacht hat, aber also wir wollen ja niemanden diskriminieren. Darauf gibt's die nächste Hand. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch, ja? War jetzt die ganze Zeit rot? Nö, war schon ein paar Mal grün. Oh, habt ihr aber mal die grüne Regierung hier schon im Stich gelassen, stattdessen die rote, das ist in Berlin ganz oft so. Na dann, schönen Tag noch, ja? Ciao. Na dann, Aaron, machst du mal das hier mit den Schildern. 30. Oktober, 16.45 Uhr, kurz vor Upload und wir sitzen hier, das Video muss fertig werden. Agi, was ist los, wo ist die Kollektion? Ja, auf meinem Laptop, die Vide et Impera, 18 Uhr, online. Und ich glaube, es heißt die Vide et Impera. Nein, genau, perfekt. Ich kann jeden verstehen, der in diesen Zeiten seinen politischen Gegenüber verachtet. Aber ist dieser wirklich die Wurzel oder nicht doch eher das Resultat einer wahnhaften Ideologie? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Ende alle im selben Boot sitzen. Ein Boot, das von Kräften, die sich wünschen, dass Chaos auf Deck entsteht, gesteuert wird, um dann eine neue Ordnung zu schaffen, die nicht einmal im Entferntesten in unserem Interesse liegt. Dieses Chaos kann perfekt durch das Herrschaftsprinzip Divide et Impera, zu Deutsch Teile und Herrsche, erzeugt werden, welches wir nicht mehr länger mit uns spielen lassen dürfen, wenn wir wie David in der Lage sein wollen, Goliath zu schlagen. Genau diese Vision haben meine beiden Freunde Charlie und Aki künstlerisch in diesem Motiv für die neue Divide et Impera Kollektion festgehalten, die genau jetzt auf ketzerderneuzeit.com erhältlich ist. So kannst du nicht nur jeden von uns, der mittlerweile an Ketzer der Neuzeit mitarbeitet, unterstützen, sondern auch unsere gemeinsame Botschaft, an die wir glauben, in die Welt hinaustragen. Und mit dem neuen sonntäglichen Rabattcode ermüden10 könnt ihr dabei auch nochmal entspannte 10% sparen. Um Funk ordentlich zu ärgern, brauchen wir nur noch 93.000 Abonnenten, bis wir sie überholt haben. Also, rauf da auf den Abo-Button. Ihr seid immer noch hier. Ja, also wenn ihr auf der Suche nach einem starken und günstigen VPN-Service seid, schaut mal in der Videobeschreibung nach. 2,11 € im Monat für CyberGhost VPN. Damit bleiben deine Daten geschützt und du kannst auf blockierte Inhalte im Internet zugreifen. Nochmal. Meinst du authentisch? Ja, genau. Deswegen lassen wir es auch so.